Du willst dein Eckregal an den Wänden montieren und suchst nach unsichtbaren Trägern. Da findest du schnell diese Tablarträger, diese Regalträger, die man eben in das Holz reinstecken kann. Aber willst du nicht? So ging es mir. Jetzt habe ich hier eine andere Lösung gefunden, die mir gefallen hat und die will ich auch euch vorstellen. Und zwar hier eine Nut rein in das Regal und zwei Holzleisten und die werden eben an die Wand montiert, an beide Ecken und das Regal stecken wir dann einfach drauf. Die Lösung gefiel mir am besten, dann sieht man hier unten oben irgendwelche Träger und es hält super in der Ecke. Das Problem mit den Tablarträgern eben ist ja, wenn es auf einer Seite ist, wenn es einfach hier hängt, dann ist es okay, dann kommen hier diese Streben rein auf einer Seite. Und das wird einfach drauf gestülpt. An der Ecke, wenn ich von zwei Seiten reinkommen müsste, das geht ja nicht. Die müssten entweder schräg in der Wand sitzen, damit ich das Regalbrett draufschieben kann. Oder eben wieder nur von einer Seite. Also ich wollte das nicht. Ja. Mir hat die Lösung mit den Tablarträgern nicht gefallen. Dann habe ich eben diese Lösung gefunden. Und die ging dann eben ruckzuck, habe ich an einem Nachmittag erledigt. Wenn man einen Frästisch hat, dann geht diese Nut eigentlich ziemlich einfach. Man muss nur aufpassen, dass die Nut auf beiden Seiten eben miteinander flüchten. Andernfalls, wenn man keinen Frästisch hat oder keine Oberfräse mit einer Zentrierung, könnte man auch drei Schichten von Holz nehmen und die einfach übereinander legen und miteinander verleimen. Jedenfalls habe ich hier mein Regalbrett. Hier die Leister, die habe ich eben wie gesagt zusammengelähmt, muss man aber noch nicht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht für die Markierung der Löcher, dass es einfacher ist. Wichtig ist, dass diese zwei Leisten miteinander fluchten. Das Regalbrett hat hier jetzt einen wunderbaren schönen rechten Winkel und die Wand hat hier auch einen rechten Winkel nicht. Ich habe jetzt bisher keine Wand gesehen, keine Ecke gesehen, wo wirklich 90 Grad hatte und das hier auch. Das sind locker 2 mm auf diese Länge, das sind 20 cm, 2 mm. Das müssen wir noch korrigieren. Also gehe ich mal in die Werkstatt und werde mir die Kante etwas zusägen, etwas schräg anpassen und dann geht es weiter. Erledigt, jetzt habe ich hier an der Kante 1 bis 2 mm abgesägt und jetzt markiere ich mir eben die Bohrlöcher, die Bohrstellen und dann wie gehabt, Dübel rein und dann anschrauben. Was anders? So. So. Ja, und jetzt habe ich hier eben so eine kleine Ablage für die Sachen des Alltags. Das war es auch schon mit meinem kleinen Tipp. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, eine Alternative zu diesen Tablarträgern zu finden. Falls dir die Lösung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ein kleines Abo, hier ein gratis Abo, wäre auch schon super. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!